い、皆さんこんにちは、りなです。今日は日本のビール飲み比べを私のお父さんとお兄ちゃんと一緒にやりたいと思います。私は皆さんが知ってる通りにビールが好きじゃないんですけど、2人がビールが大好きですので、ちょっと日本のビールを飲んでみて、こちらの4つのビールにランキングをつけたいと思います。タカハッフィアビアアウスヤパンフィアイフォーブライテッド。ディズンツsehr bekannt, die findet man überall, in allen Supermärkten, in allen Convenience Stores, und er mag die alle. Ich persönlich finde, die sind alle sehr, sehr ähnlich, und es ist alles so ein bisschen wie Pils, japanisches Bier. Du hast ja das letzte Mal schon ein bisschen ein Asahi getrunken, deswegen haben wir das jetzt nicht mitgebracht. Premium Malts von Suntory, Ebis, Spring Valley und ein...Ginga Kogen Bier, das kenne ich am allerwenigsten. Das ist noch nicht mal so alt wie du. 1996, genau. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an und ihr dürft erstmal kommentieren, wie ihr findet, dass das Bier aussieht. The Premium Malts. Ja, die Aufmachung von Bieren, sage ich mal, ist... Das ist Marketing, so, so. Das soll zum Kauf verleiten, aber interessant ist doch eigentlich, was drin steckt. Also hier steht auch Premium Pilsner, also daran sieht man schon, das ist Pilsner Bier. Ja, okay. Gut, da probieren. Und aber alle Biere in Japan kommen alle in Dosen, nicht in Flaschen. Das ist normal. Okay, also es gibt nur Dosenbier. Also im Normalfall. Premium Malz war aber ganz besonders. そんな入れたら 泡だらけになったじゃん。Ich glaube, wir warten jetzt erstmal. Ja. Da kam ganz viel Schaum raus. Nein. Nein. Man kann es nur nicht einschenken. Die nächsten drei schenkt ihr ein. Yeah. Obwohl, bei Pilz, du weißt doch. Ja. Yeah. Was? 4 Minuten. Ach so, ist das. Von der Bestellung bis zur Lieferung. Weil man muss dem ja eine ordentliche Schaumkrone verpassen. Ihr könnt ja schon mal voreinschenken. Nein, dann haben die ja gar keinen Schaum, wenn wir anfangen zu trinken. Das ist ein sehr helles Bier. Die sind so, alle so. Ja, weil Pilsner eben im Normalfall eben so ist. Wer will anfangen? Ja, fang an. Interessant. Aha. Weil der Pilsner Ansatz ist nicht unbedingt zu verkennen, aber wenn ich mir ein deutsches Pils dagegen stelle, würde ich sagen, das ist kein Pils, das ist irgendwas anderes. Hat aber einen interessanten Mittelteil vom Geschmack, finde ich. Sehr süß. Das ist nicht typisch Pilz. Nee. Also Pilz ist viel herber. Ja. Obwohl, jetzt langsam so im Nachgang, jetzt fängt es langsam an hinten. Also mir sind die alle zu stark bierig, die ganzen japanischen Biere. Ein richtiges Pilz habe ich in Prag getrunken und das war richtig bitter. Mhm. Aha. Also das ist kein Pilz aus Pilsen, da wo es nämlich eigentlich herkommt. Ah ja. Das ist sehr süffig für einen Pilz. Aber also das ist auch wieder so, dass alle japanischen Biere sehr süffig sind. Also das ist unsere Verhältnisse, ja. Wasser mit Geschmack, ein bisschen bitter. Ich bin jetzt ja nicht der Pilzkenner, von daher kann ich mich jetzt nicht sehr weit aus dem Fenster lehnen, aber es trinkt sich doch verhältnismäßig gut. Das heißt also, wenn ich in Japan wäre und Bierdurst hätte, könnte ich mir sowas auch reinziehen. Kann man das als Sommerbier trinken? So, das nächste Bier ist ein Ebis. Da könnt ihr hier schon, das hier ist Ebis, das ist ein japanischer Gott. Also einer von 7 Göttern. Ich frage ihn, für was ist der? Und er sagt, keine Ahnung. Fisch. Bier. Nein. Ich glaube, da geht es irgendwie hier um so kommerzielles Glück oder sowas. Deswegen hat er so einen großen Fisch, weil er hat ihn geangelt und so. Angel, ja. Also seit 1890 in Tokio. Oh, das ist ganz schön alt. Hast du sehr schön entdeckt. Naja, steht auch wieder Premium. Es ist alles Premium. Alles Premium. Kolemo Premium. Kolemo Premium. Schmeckt genau gleich, sag es. Schmeckt genau gleich. Schmeckt genau gleich. Nein, das ist bitterer. Das schmeckt nicht genau gleich. Definitiv. Das ist nur Wasser mit Geschmack, ohne Bitterkeit. Okay.
Also da würde ich dann wahrscheinlich das sogar vorziehen, also für meinen Geschmack, weil ich ja keinen Pilz mag. Na, ich auch nicht. Aber, ich hätte ja auch nicht, dass es aber es schmeckt auch nicht wie Bier. Weil ja, es schmeckt. Bier hat in Bayern eine gewisse Stammwürze und die erfüllt schon mal nicht. Das ist richtig. Also das Bier hat mehr Körper. Ja. Hm? Ich bin jetzt kein Bierspezialist, aber das ist einfach nur ein bisschen Wasser mit ein bisschen Geschmack. Und aber ich würde trotzdem im Sommer dann, wenn ich bei euch wäre, das eher vorziehen. Okay. Also ein paar der Prozent Papa Alkohol. Lieber. Wie viel Alkohol hat es denn? 5,0, glaube ich, war es. Könnte man trinken, wenn es draußen heiß ist. Kann man trinken, wollte gerade sagen, als Sommerbier, wenn kein Augustiner da ist. Nachdem Japan ja Gott sei Dank sehr gut mit Tee umgehen kann, würde ich wahrscheinlich dann den ganzen Sommer Tee trinken. Ach so. Vermutlich. Okay. Und nur ab und zu mal Bier. Okay. Die haben bestimmt auch kühlen Tee, oder? Ja, ja. Ja, dann also so Cold Brew Tea. Ja. Ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich eher so ein Sommergetränk. Das Mittel der Wahl. So, ja. Spring Valley. Nicht so wirklich. Ja, dann gibt's zu heiß in Japan, um draußen zu sitzen. 6% hat das. Also ja. Es ist schon stärker und es ist ein Kraftbier. Oh, das ist super. Das ist seit 1870. Mhm. Bitte oder witzig? Nigai. 苦くない。ドイツ人にしたら苦いかもしれないけど、日本人からすると苦くない。 Also die Farbe ist schon mal ganz anders. Die Farbe etwas bernsteinfarbener, definitiv. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Dose rot, oder? Und auch das Einschenkverhalten war hier ein ganz anderes. Ja, gar kein Schaum. Auch. Das war hier wirklich das hier definitiv nicht. Nein. Tja, das ist jetzt echt schwierig. Da könnte ich jetzt noch nicht mal sagen, dass es Bier ist. Sehr gut, also auch Wasser mit Geschmack. Bier dato yenai. Nondemo Bier ということ ga wakaranai. Das ist sogar Wasser ohne Geschmack. Nein, das ist, hat einen interessanten Geschmack insgesamt irgendwie. Ist irgendwas, aber ich finde es ist... Ich glaube, das Einzige, was ich schmecke, ist... Der Sprudel auf der Zunge, also da könnte ich auch so eine Wasserflasche nehmen, das Zeug einschenken. So wenig Geschmack? Nein, vielleicht ist auch mittlerweile der Geschmack durch die zwei anderen Biere. Ja, musst du mal Wasser trinken. Ja, ich habe mich vergessen. But is there anything in which is in a normal Bavarian beer? Because it doesn't taste like beer. Also da steht Hopfen und Gerste und also ganz normal Bier. Ja, ein bisschen Hopfen schmeckt so hinten raus, aber ansonsten, also... Ashi ga shinai bitte. Ashi ga shinai shi, Bier no Ashi mo shinai shi. Also ich finde, man schmeckt nur Hopfen hinten raus, das war's. Also, das hat kein Head, kein Body, das ist nur hinten raus hopfig. Das ist das Einzige, was an Bier erinnert. Ja. Das Einzige. Hä? Wieso? Das schmeckt voll nach Bier. Okay, wir geben dir mal ein deutsches Bier. Ich glaube, du hast lang kein deutsches Bier mehr getrunken. Nee, es schmeckt halt einfach nur, genau, einfach nur bitter. Von Anfang an... Nein, eben nicht. Es schmeckt nicht bitter. Nein, es kommt erst hinterher. Also erst am Ende kommt dieser Hopfen durch. Und das ist das Einzige, was an Bier erinnert. Ich weiß es nicht. Ich mag kein Bier. Aber ich mag das auch nicht, weil es bierig schmeckt. So, letztes. Das hier ist Ginga-Kogen-Bier. Hefeweizen steht da. Oh, was? Das wird jetzt interessant. Bei meinem Schenken. Das wird jetzt interessant. Das schenkt sich auch schon so ein wie... Das gerade eben, also das scheint auch Wasser mit Prozent zu sein. Nein, aber auf jeden Fall sieht es von der Farbe her eher aus wie ein Weißbier. Ja, aber ein Weißbier würde eine viel größere Schaumkrone normalerweise geben, wenn... Also zumindest riecht es schon mal wie Weißbier. Ja? Ein bisschen. Aber also nicht, weil es ein Weißbier ist. Das ist ein schwieriger Mensch. Nicht mein Geschmack. Hefe? Ja, schmeckt schon irgendwie, aber... Da hätte mir jemand noch Sprudelwasser mit ein bisschen Hefeflocken reinmachen können. Ja, vielleicht. Würde ich auch glauben, dass es aber das ist. Es hat irgendwie einen komischen Geschmack, finde ich. Also von all den Bieren würde ich dann wahrscheinlich mir allerhöchstens das kaufen. Echt jetzt? Ja. Weil? Weil es mich am wenigsten irritiert. Das ist richtig. Aha.
In Frankreich und in Italien habe ich schon gelernt, es ist besser Wein zu trinken. Aha. Korrekt. Und in Japan würde ich halt einfach Tee trinken. Okay, weil sie Tee gut machen. Genau. Weil du weißt, dass die Tee gut machen können. Oder Sake. Whisky, weil du weißt, dass sie gut Whisky machen. Oder genau, Whisky könnte ich auch, weil Hibiki kann man wirklich gut trinken. Ja, ansonsten gut in Sake. Habe ich noch keinen gefunden. Ja, Sake ist auch schwierig. Ja. Du darfst mal hier 1, 2, 3, 4 Ranking machen. Oh Gott, also ich hätte dann auch gesagt, das hier also auf 1. Wobei, die hier kannst du schlecht vergleichen, weil das ja Hefeweizen darstellen soll. Ja. Schwer zu sagen, aber tatsächlich hätte ich gesagt, das hier wird mir am zweitbesten schmecken und bei denen wahrscheinlich 3 und 4, weil ich einfach das Pilz nicht so gern mag. Ja. 1, 2, 3, 4. Und bei mir ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Okay. Das ist bei mir auch die 1, das ist bei mir die 2. Und die beiden magst du gar nicht. Mag ich eigentlich gar nicht. Ja. Aber wenn ich entscheiden muss, dann das 3 und das 4. Okay. Spring Valley war. なんかね、香りもしないしビールじゃないって言ったけど、一番この中では飲みやすいということ。変な味もしないしみたいな感じで。日本に来るとしたらビールは飲まないかなという結論で、ちなみにお茶を飲むか美味しいウイスキーを飲むかみたいな感じで。これ缶ビールだから日本で飲む生ビールはまた違うからね。プレモルもエビスも生ビールがあるから樽からこう生で取る。Also er meint, es gibt ja auch Fassbiere in Japan. Das vielleicht. Ja. Das ist durchaus möglich. Weil Fassbiere hier schmecken auch anders als abgefüllt. Also was ist der Unterschied zwischen einem deutschen Bier und einem japanischen Bier? Also ich weiß nicht, wie die ihre Biere herstellen, aber dem Bier hier fehlt einfach Körper. Body dem gar fehlt nein. Stammwürze. Ja. Also da ist noch Spice miteinander gar. Nein. Dem fehlt das, was sozusagen den Geschmack. Nachdem du das Bier das erste Mal im Mund hattest. Der Biergeschmack hier kommt erst sozusagen über den Hopfen hinten raus. Da sagst du, naja, bitter, aber das ist ja nicht... Also es fehlt die Stammwürze. Ich glaube einfach entweder oder es könnte natürlich auch an den Ingredients liegen. Also sprich, vielleicht ist die Gerste und der Hopfen und das ganze Zeug, was die Japaner verwenden, anders als das, was wir hier anbauen. Vielleicht schmeckt es ja von Grund auf anders. Und die können gar nichts dafür, machen das genauso und es schmeckt einfach nur anders, weil es eine andere Region der Welt ist. Aber vielleicht ist das auch der Geschmack, den die Japaner mögen, ja? Naja, das ist der Geschmack, den die Japaner mögen, aber sie kennen es ja auch nicht anders. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist der Geschmack, den die Japaner kriegen. Also, viel weiß gibt es. Ich weiß nicht, also ich sag mal, Erdinger Weißbier kriegst du weltweit. Ja, ja ist aber die Frage, das ob ist die halt toll auch. Haben. Ja, okay. Ihr wart doch hier auf diesem Bierfest. Und ich sag mal, da lernen doch die Japaner auch den Unterschied kennen zwischen deutschem und japanischem Bier. Ja, das sind aber Oktoberfestpreise. Ja, okay. Das ist klar, aber das ist ja auch das Werbungspaket. Weil wenn es mir nur um den Alkohol geht, dann habe ich wahrscheinlich über den Zugang zu Whisky oder Sake vielleicht den besseren Effekt. Vielleicht solltet ihr mal eine Umfrage machen, Erdinger Weißbier und dem blauen Gesöfter. Und mal fragen, was dem Durchschnittsjapaner denn besser schmeckt. Mach das mal das mit da. 1000 Leuten und das dann... Da. Ja. Das da? Also, ja, dann hast nein. du deine Antwort, warum dieses Bier so ist. Weil wenn du beides ihn vorsetzt und sagst, er trinkt das und das und dann sagt er will das da, dann ist klar, warum das Bier so schmeckt, wie es schmeckt. Weil er das da will, weil er das deutsche Bier gar nicht kaufen möchte. Ja, genau, weil das halt Geschmack. Auch. Ja, das ist aber alles Gewöhnungssache. Nein. Nein. Mit Sicherheit. Nein, weil du hast ihm deutsches Bier gegeben und er sagt, er nimmt das Deutsche. Ja, er ist die Ausnahme. Ja, aber dann ist. Hi. Vieles ist Geschmackssache. Ja, jetzt ist gut wieder. Ja. Kono Douga wa koko de owari ni shimasu. Sugoi Diskussion ni narimashita ne. ビールについてすごい何もう すごいいろいろ意見がありまして思いが強いからね思いが強いですドイツ人のビールに対して、はい、私全く思いがないのでもうディスカッションに入れないしこの動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次の動画でも会いましょうねバイバーイチャオイ